Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend mit der nassen Tüte aus Türchen Nummer 19. Ja, werden wir krank? Nein, werden wir nicht. Ja, wir gucken direkt rein, denn wir sind ja ungeduldig, auch ich bin es. So, was haben wir denn da Feines? Ein Knatterball, wie gestern auch schon. Ein Irrlicht, dieses Mal in Gelb. Einen Dr. Beam und ein Fire Sphinx Vulkan. In etwa der Reihenfolge. Wir fangen an mit dem Knatterball. Unspektakulär, Tüte bleibt hier. Ja, und ich würde sagen, Knatterball ab. Kaum war das Licht aus, war auch schon der Effekt wieder aus. Klasse. So, als nächstes das Irrlicht in Gelb. Bleib mal dran. Unfall. Oh nein. Nicht so schlimm. Was ist nichts passiert? Hier ist alles feucht. Was? So, dann haben wir Dr. Beam. Die Yellow and Silver Fontäne. Yellow and Silver Glitter, entschuldigt Leute. Viel Spaß damit. Ja, genauso wollte ich's. Schön in your face quasi. Wie fandet ihr die Aufnahme? Ich fand sie toll. Und mir war auch warm dabei. So. Als nächstes. Den Fire Sphinx Vulkan. Ich versuche es auch ein bisschen POV, also ein bisschen von oben. Ist mal was anderes. Ja, die geht ganz schön hoch. Schön. Richtig, richtig schön. Ja. Vier Artikel gezündet an Türchen Nummer 19. Es gibt aber noch eine Kleinigkeit, wie neulich auch schon. Und zwar habe ich eine sehr liebe Arbeitskollegin, die auf den Namen Sonneblume hört. Ja, das klingt erstmal komisch, aber sie weiß genau, was gemeint ist. Sie hat nämlich heute Geburtstag und zu ihrem Ehrentag habe ich jetzt leider nichts Blumen- oder Sonnenmäßiges gefunden in meiner Sammlung, sondern habe ich einen Magic Fire, den es sonst nicht in diesem Adventskalender gibt. Sonnenblume, wenn du das siehst, das ist nur für dich. Zu deinem Ehrentag lasse ich heute schön feiern. Und ja, genieß deinen Tag, lass dich feiern, wie gesagt, und für dich jetzt das Magic Fire von Panda in Grün. Ich kenne es selber auch noch nicht. Kleiner Fun Fact. Wenn man sehr viel Fantasie hat, sieht das aus wie eine Sonnenblume. Schöne lange Brenndauer auf jeden Fall. Wunderschön. Ist echt eine lange Brenndauer. Oh, und das war's dann auch schon. Ja, Sonnenblume. Ich hoffe, dir hat das kleine Magic Fire gefallen. Jetzt ist es übrigens nur noch Feuer, weil das Magic abgebrannt ist. Genau. Ja, wie gesagt, lass dich heute ordentlich feiern. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Es ist jetzt mittlerweile schon nach 17 Uhr. Und ja, genau. Das war Türchen Nummer 19. Und ich würde sagen, liebe Army, wir sehen uns morgen zum 20. Türchen wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.